Es tut mir leid, ich war in den letzten 2 Wochen sehr YouTube-müde. Ich würde ja sagen, es lag am Wetter, aber ich habe in der gleichen Zeit fleißig gestreamt, also trotzdem in meinem Büro abgeschwitzt. Ich glaube also, ich bin da eher Opfer meines Erfolgs geworden. Nach 274 Folgen Hand habe ich mich halt gefragt, was kann ich noch zeigen, was ihr nicht schon 3-mal gesehen habt? Aber ich hatte euch Bomblands versprochen und Bomblands kann man ja eigentlich immer sehen. Es gibt mittlerweile ja auch die Steel Balls für die Bomblands, die für Solos gegen Trios wirklich nützlich sind. Aber ich spiele trotzdem meistens mit den klassischen Harpoon, weil ich dann Meatheads und deren Traits farmen kann. Außerdem kann man ja auch mit der Harpune Leute killen. Das birgt allerdings so seine Tücken. Erstmal ist die Flugbahn der Harpune tricky, damit zu treffen ist also gar nicht so einfach. Dann dauert es ein bisschen, bis die Harpune explodiert. In der Zeit darf man halt nicht erschossen werden. Und wenn euer Opfer den Bulwark-Trade hat, überlebt's. Aber pff, wer hat den schon? Also, los geht's mit Bombolanzo und Apacado. Das Ziel ist der Butcher. Und ich habe die falschen Fallen dabei. Ach, shit. Okay. Oh, hätten wir erst noch looten können. War ich wohl etwas zu voreilig. Ah, da kommen seine Freunde. Hat schon mal nicht funktioniert, okay. Da ist er doch irgendwo noch. Spät. Uiuiui. For whom the bell tolls. Komm, mach voll jetzt. Stresst auch. Schnappt ihn euch. Auf. Ups. Oh, der lebt noch. Oh, der lebt noch. Oh, ja. Oh Mann. Scheiß Nachladen. Das Scheiß Nachladen. Der hat tatsächlich die Harpune überlebt. Weil er Bulwark hat. Das ist mir auch noch nie passiert. Ich konnte das Nachladen nicht abbrechen. So eine Scheiße. So eine Scheiße, das ist mir auch noch nie passiert. Aber lustig war es.
Ja, nun, wer hat schon Bulwark? Der hatte Bulwark und ich kein Necromancer. Tragisch, aber wieder eine Lektion gelernt und die lautet, ich hätte den gerade umhauen sollen, dann wäre mir das erspart geblieben. Aber es geht direkt weiter. Tempo, Tempo, Tempo. Nächste Runde geht rückwärts. Gleiches Loadout, diesmal aber zwei Bosse und gleich schon Schießerei hinter Tor 2. Hey, hey, hey. Was ist denn was los? Da will ich wohl mal mitmachen. Den Weg, Fräulein. Ja, hier sind sie lang gekommen und jetzt schießen sich da alle gegenseitig kaputt. Das ist eine Crack. Das ist eine Explosion. Nur damit das wisst. Oh, einer auf dem Dach. Einer unten. Oh, von links kommt auch noch wer. Da liegt der Dachmensch. Oh, hier ist aber sowas. Herrgott, immer da, wo ich hingucke, ist gerade keiner. Huch. Shit. Kann ich leider nicht nachsetzen. Mist. Aber wie gesagt, von links kommt nochmal ein neues Team. Oh, was? Jetzt kommt aber das Team von links. Das weiß jetzt auch, wo ich mich rumtreibe. Ne, das ist ja noch relativ weit weg. Aber hier links im Compound hat doch auch noch einer auf den anderen geschossen. Da in der Ecke, da hatte ich ja. Ja, da irgendwo. Ne, es ist nur eine Ecke weiter. Herzmann lebt da aber noch. Ach, der oben lebt auch wieder. Nur kurz ausweichen. Team von links kommt jetzt erst. Ach, hier die Mama May. Komm, hock dich mal hin. Ist jetzt unten reingesprungen. Hier ist ja was los. Jetzt sind aber, glaube ich, wirklich auch alle da. Was ist der, der schon mal down war? Jetzt ist er wohl noch mal down. Kann ich den hier... Ja. Habe ich da jetzt bekommen? Ein Dynamitchen. Da oben liegt, glaube ich, der eine. Ist hier überhaupt der Boss? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Das
Sind das die Neuankömmlinge? Punkt. Na gut, aber es kämpfen immer noch welche. Ist das hier nachgeladen? Ja. Okay. Einer ist unten aus dem Wasser wieder rausgekommen. Ah! Hinweis schreit da hinten noch. Hä, da sind also zwei Gegner sitzen da hinten noch. Wo ist denn jetzt seine Waffe hier? Ah, keine Zeit. Schon wieder und wieder zurück. Wüsste aber gern, was er für eine Waffe hat. Kleine Nagant. Nagant Precision. Kann ich nicht sehen, Mist. Das ist hier vielleicht Mama May. Leider auch kein Vulture. Nein! Wisst ihr was? Das ist mir ein zu großes Durcheinander. Ich rotiere mal da über den Norden. Hier scheint der Boss ja nicht zu sein. Munition wird nämlich auch knapp. Und dann gehe ich mal nach Reinhardt. Und dann gucke ich mal, ob ich da nicht den Boss finde. Den finde ich zwar nicht in Reinhardt, aber in Elends. Ist dann aber auch egal. Hauptsache den anderen den Banish geklaut. So, gibt's hier einen Ausgang? Nein. Wisst ihr was? Jetzt renne ich auch noch den ganzen Weg nach unten und hol mir noch den Assassin. Vielleicht rennt da noch einer rein. Ich muss dann tatsächlich noch quer über die Map bis Slaughterhouse laufen, wo ein Team, vermutlich die Überlebenden des Gefechts vorhin, schon am Assassin dran sind. Noch lebt er. Ja, die wollen jetzt ganz schnell den Banish haben. Wenn das die Überlebenden von dem Fight da hinten sind. Oh, fuck. Oh, weil das reißt. Oh, ah, ah. Oh, ist das alles dreist. Oh, war das alles dreist. War das alles dreist. Hätte ich doch nur noch ein bisschen Ausdauer gehabt. Hätte ich nur noch ein bisschen Ausdauer gehabt. Ah, ich hätte da noch weiterlaufen müssen, hörend, dass die hinter mir ankommt. Aber eieiei. Ich fand's ein bisschen gut. Die sind jetzt alle komplett irritiert. Oh, der ist auch wirklich runter auf 50. Ich frag mich, ob die sich jetzt noch zum anderen Boss runtertrauen. Die trauen sich auf jeden Fall nicht mehr zur Tür raus. Okay, der hat immer noch richtig Schiss. Traut sich jetzt keiner aufzuheben, oder was? Ja, guck, lieber nochmal. Achso, der ist auch schon tot. Ach so. Ah, oh shit. Und dann habe ich mit der Bomblands Frau auch noch
Die letzte gekillt und die finden sie jetzt noch nicht mal mehr. Sie finden uns beide nicht mehr. Jetzt frage ich mich aber, ob sie noch hochlaufen. Ja, sie laufen tatsächlich noch hoch. Vielleicht kann ich einen ja noch mitnehmen mit der Falle. So, ich habe ein gutes Gefühl bei Mr. Hannibal. Der hat nämlich richtig Bock und er gibt richtig Gas. Ich hoffe nur, er geht jetzt nicht durch die Schiebetür. Ja, er geht durch die Schiebetür. Na, vielleicht rennt er dann oben raus. Ja, ich habe noch überlegt, soll ich da nicht auch noch was hinstellen? Vielleicht einer von den anderen. Einer von den anderen noch die Seitentür. Ne. Oh ja. Oh ja. Oh ja. So. Ja, der ist tot. Aber der wird mir, glaube ich, noch nicht mal als Kill angerechnet, weil er ja, weil er schon tot war. Aber am Ende waren es dann doch 7 Kills. Weiß jetzt gar nicht, ob der da noch mit drin war. Normalerweise kriegt man solche Kills angerechnet, wenn man noch zuschaut. So, ihr schaut auch immer noch zu. Deshalb braucht's da doch jetzt noch einen letzten finalen Triumph. Vielleicht klappt's ja. Wieder 2 Bosse. Diesmal habe ich aber keine rechte Vorstellung davon, wo hier was los ist. Ich habe wohl irgendwo 200 Meter vor mir vor ein paar Minuten mal Geschieße gehört, aber seitdem nur Stille. Also erstmal zum Nachschubwagen und dann weiterschauen. Uff. Das ist aber unangenehm jetzt. Ach, dann haben die hier gerade erst gefightet. Oh. Ich dachte, die kommen jetzt noch hier runtergelaufen, aber so wohl nicht. Wollten wohl nur kurz sicher gehen, dass die down sind. Das würde ich behaupten, gibt es hier auch dann nur noch ein Team, denn eins ist unten beim Butcher. Muss ich hier aber über die Wiese laufen und die werden hier wahrscheinlich hinschauen. Ah, shit. Sitzen wahrscheinlich da und gucken mich jetzt an. Ah, fuck. Jetzt muss ich hier wirklich über die Wiese laufen. Denn sonst löse ich die Hühner aus und wenn ich da weiter nach Süden gehe, löse ich den Immo aus. Jetzt sind hier noch Krähen. Da. Okay, aber hier ist wohl keiner mehr. Vika, alles klar. Ja, da muss ich mich jetzt dahin beeilen. Vielleicht sind sie ja schon ein bisschen angeschlagen. Da drin. Ja, die beeilen sich jetzt. Fuck.
Uff. Oh, fuck. Gut, den geht's jetzt allen wieder fein. Shit. Der ist auch wieder auf dem Bein. Sehe ich zumindest nicht mehr. Okay, die schießen doch noch aufeinander. Hat sie das überlebt? Was, sie hat das überlebt? Hat die Harpune überlebt? Hat jetzt hier Bulwark umsonst gegeben, oder wann? Das hat sie nicht überlebt. Aber einer ist hier drin. Weil ich die Tür aufgelassen habe. Mach voll. Ah, mach voll. Ja. Ist aber healtechnisch langsam eng. Steht ihr auch wieder auf? Ist er wieder zu? Wir haben ja schon noch irgendwie alle gegeneinander gefightet. Ja, da kommt der Arbeit. Okay, den lassen wir mal da stehen. Und die looten wir mal schnell. Als auf der Donner. Ui! Uiuiui! Ui. Tiffy. Da ist ja nochmal gut gegangen. Achso, die hat ja Harpune überlebt, weil sie den Bandage danach bekommen hat. Jetzt hau ich mir gleich noch hier die. Das Gift um die Ohren. Machen wir den erstmal weg. So, letzte Checkung. Aber gehörten die dann? Ja, die haben nur noch geschossen. Achso, der ist ausgebrannt, klar. Die ist ein bisschen hübscher. Etwas nervös. Ja, gut. Ich habe auch kein Pack-Mule. Waren das jetzt nur die drei? Worauf haben die denn da noch so wild geschossen? Das heißt nur die drei. Nehmen wir Ivan noch mit. Sehr schönes. Cool. Passt auch sehr fein. Ja, aber dass ich die den einen Armbrusttyp überstanden habe, das war natürlich auch sehr lucky. Ja, gut. Aber dann haben wir sie alle. Oh, ist natürlich ein langer Weg bis zum Ausgang.
Aber das wird hoffentlich ein entspannterer Ritt als das hier. Und tatsächlich, diesmal konnte ich rausspazieren. Und die drei waren auch ein Trio. Ich habe also keine Ahnung, auf wen die da die ganze Zeit geschossen haben. Aber bei mir kann ja jeder machen, was er will. Wenn ihr wollt, nehmt euch doch ein Abo mit und lasst einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar da. Dann freue ich mich. Und dann dauert es auch das nächste Mal nicht wieder so lang. Bis zum nächsten Video. Versprochen. Danke euch, ihr seid die Besten. Ich bin der Fabian. Bis zum nächsten Mal. Ciao.